Ach zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen, unserer Stadt, mit dem Blick auf unseren Bahnhof oder das Bahnhofsgelände mit der Straßenbahn. Wir sehen den Busbahnhof im Hintergrund und ja, der öffentliche Nahverkehr ist angekommen in unserer Stadt. Wir haben jetzt da doch mal einen großen Bedarf. Wir sehen links auch einen Zug durchbrausen, der nicht bei uns hält. Ansonsten der Blick hier von der Fußgängerbrücke einmal über das Gelände, das wir jetzt gleich weiterentwickeln werden. Wir uns dann drehen auf die Skyline direkt vor uns von Marxloh. Wir wollen jetzt diese Folge nutzen, um dieses Gelände hier zu entwickeln. Damit fangen wir jetzt auch direkt an. Wir haben ja sehr hohen Bedarf. Und auch das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben zwar 40.000, wir waren mal bei 50.000 Euro, die wir die Stunde gemacht haben. Also wir brauchen mal wieder ein paar Steuerzahler, was ich halt hier platzieren möchte, weil wir da auch einen großen Bedarf haben. Wir sehen das hier im Bildungsbereich. Also bei den Grundschulen, da müssen wir auch nochmal nachlegen. 25.000 Berechtigte, da sind halt auch viele junge zugezogene Menschen. Wir sind jetzt aber 75.000 Einwohner. Wir brauchen hier ein College, wie es hier heißt, oder die Fachhochschule. Die möchte ich hier auf dieser Seite platzieren. Wir können vielleicht mal ein paar städtische Grundschulen kurz hier in Marxloh mal platzieren. Dazu reise ich diese Schule hier ab. Denn dann passt hier und den Parkplatz reißen wir auch ab. Wir setzen hier eine Grundschule hin. Dann haben wir direkt nochmal Platz für 2000. Wir sehen, wie schnell sich das füllt. Das gleiche machen wir hier mit dieser Grundschule. Auch das ist nicht ausreichend. Hier passen sogar zwei. Passen sogar drei hin. Na, die kriegen wir doch hier noch rein, die dritte. Das wäre so eine riesige Grundschule. Die Kurve passt hier nicht. Gucken. Ob wir die hier nicht noch reinbekommen. Achso, hier ist noch ein Spielplatz. Das könnte noch ein Problem gewesen sein. Und dann testen wir nochmal. Platzieren wir sie frei und dann erweitern wir sie sofort um diese Bonuselemente. Wir sehen, die sind auch sofort ausgelastet. Wir definieren noch Marxloh als einzigen Bezirk. Zack, voll. Das gleiche müssen wir hier vorne noch machen bei dieser städtischen Grundschule. Auch da sollen nur Kinder aus Marxloh kommen. Und wir haben die Möglichkeit, einen kleinen Spielplatz zu positionieren. Ja, das geht. Was heißt das jetzt hier? 15.500. Naja, naja. Also das Gröbste ist abgefangen. Wir werden hier drüben noch eine platzieren. Für den neuen Stadtteil, den wir jetzt hier definieren werden. Wir nutzen jetzt wieder kleine Straßen. Ich reiße mal diese beiden Zipfel hier ab. Und dann folgen wir wie üblich dem Gelände. Wir starten hier vorne an der Ecke. Und dann gehen wir von hier aus, hier können wir eine Kreuzung setzen. Da gehen wir dann senkrecht zu diesen Höhenlinien hier weg. Nähern uns ein bisschen dem Depot an. Da können wir vielleicht dann nochmal irgendwann nochmal eine Verbindung setzen. Und dann gehen wir von hier aus, gucken wir nochmal hier in der Mitte.
hier so weg. Hier soll jetzt die Fachhochschule hin. Wir gucken uns mal an, wie groß die ist. Die ist nicht so groß. Das ist vorne. Dann können wir hier erstmal die Struktur unserer Straßen platzieren. Auch hier achten wir natürlich ein wenig auf die Hierarchie der Straßen, also dass das hier quasi die Hauptverkehrsverbindung hier in diesem Stadtteil ist. Die wird dann vielleicht auch irgendwann nochmal mehrspurig werden. Wir erkennen das Muster und von der Straße dann ausgehend können wir dann die kleineren Verbindungen setzen. Also hier zu quer und das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Da können auch häufiger Kreuzungen sein, das ist dann nicht so schlimm, dass man einigermaßen den Verkehrsfluss einhält. Also mal ganz kurz gucken, kann ich die hier dran setzen? Natürlich nicht an die Krähenstraße, dann brauchen wir hier eine gerade Straße durch. Jetzt sollte die Fachhochschule dann vielleicht auf diese Seite, die schwarze Straße, okay. Platzieren Sie hier, gucken mal, was wir direkt erweitern können. Wir haben hier einen Erweiterungsflügel, das machen wir direkt. Nennen Sie auch um in die Hochschule Ruhrkirchen. Also das Prinzip ist ja nicht ganz sauber abgewürgt, ganz kurz Fachhochschulbibliothek. Die können wir hier auf der gegenüberliegenden Seite setzen. Dann wird quasi die Amselstraße hier das Fachhochschulgebiet. Wir können direkt, damit wir es nicht vergessen, hier schon mal Briefkasten setzen gegenüber und dann entlang der Straßen habe ich hier, auch hier haben wir auch gar keinen Briefkasten. Dann spendieren wir natürlich am Hauptbahnhof auch noch einen vor dem Klinikum. Hier sind auch noch gar keine, sehe ich gerade. Dann holen wir das nochmal nach. Abdeckung sieht gut aus. Hier fehlt noch einer. Sonst noch schlechte Abdeckung, das Kraftwerk braucht. Kommt das Kraftwerk auch einen eigenen Briefkasten. Hier vorne der Teil ebenfalls. Daran soll es nicht scheitern. Das Geld haben wir ja auch hier. Gibt es an der Einfahrt zu unserem Depot entsprechend einen Briefkasten. Fachhochschule haben wir. Wir gucken. 1500 Schüler. Also das ist schon biomechanisch interessant, das jetzt hier. Die Zeit bis zum Abschluss dauert 9 Monate. Lass uns mal gucken, hier bei der Grundschule sind es 7 Monate. Da haben wir, wie gesagt, alles voll. Aber das ist halt an dem Hochschulsystem. Ach, wir können noch eine platzieren, okay. Eine Bibliothek, also das ist halt an das amerikanische System mit High School, College, University angelehnt. Das entspricht ja nicht dem deutschen System, also die Fachhochschule existiert ja neben der Universität als Alternative, also mittlerweile nicht mehr Fachhochschule, sondern Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sieht dann doch noch etwas anders aus. Ich möchte hier nochmal so die Plattform ergänzen. Ich denke, die können wir gut gebrauchen, um hier eine Busverbindung hier reinzusetzen. Machen wir gleich. Wir brauchen Studierende wohnen, also Wohnheime für die Studierenden, die Mietwohnen, das ist genau das, was die Studierenden brauchen. Können hier vielleicht mal einen Fußweg upsala definieren, der hier, ist ja das hier.
hier rum. Anschluss kriegen wir hier nicht dran, oder? Wie ist das? Ich glaube, das geht nicht an diesen Fußweg. Nein, das macht er leider nicht. Schade. Das ist aber nicht so schlimm. Dann setzen wir hier trotzdem auf Fußwege durch. Jetzt noch mal eine Straße rein. Das geht dann, das quasi die Straße dann zu den Wohnheimen. Da gibt es dann auch einen Kreisverkehr. Parkplatz wie üblich. Da spendieren wir ein. Guck mal. Parkgarage. Kann mit einer Autowaschanlage aufgewertet werden. Okay. Ein Park. Oh, das Ding ist ja groß. Uiuiuiui. Aber unterirdisch. Ja, das würde passen. Gucken wir mal, wo wir sie gut reinbekommen, dass das noch so ein bisschen zu dem Gelände passt. Hier vorne hin. Ja, das versenken wir quasi hier im Erdboden, das Parkhaus. Können dann die Professorinnen und Professoren parken hier vorne direkt an der Hochschule. Und dann gibt es hier noch ein paar Fußwege, wie wir das ja schon kennen. Studierendenwohnheime, die sollen nicht so groß sein, müssen ein bisschen aufpassen. Aber das passt hier, glaube ich, ganz gut hin. Mal maximal 3 mal 3 Felder. Wir sind jetzt hier entlang der Moorstraße. Hier wird auch schon geparkt. Das wollen wir nicht. Da machen wir hier diese Streifen. Da vorne könnt ihr gerne parken. Hier, da parkt keiner. Ein bisschen Gewerbe sollten wir haben. Das kann erstmal auch so kleines 2x2 sein, damit das nicht so hoch wird. Diese Felder sind eh nicht so groß. Ich hoffe, dass wir dadurch dann jetzt auch noch ein bisschen Bedarf bekommen an an Bürogebäuden, denn das ist ja dann die nächsthöhere Ausbildung, die dann dort entsteht. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Wir können hier nochmal vorne eine Verbindung machen. Bleiben hier Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Guck mal, wie hoch die werden. Hier haben wir auch noch entlang diese großen. Dann machen wir das hin. 2x3 sollte gehen. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, schon interessant, hier diese etwas eingesessene Gebäudestruktur. Also keine moderne Universität, sondern ein klassisches Gebäude. Also das hier nennen wir auch mal die Hochschulbibliothek. Wo sind wir? Voll. 1500. Okay.
das ist dann ja nur noch mal die Erweiterung. Wir machen jetzt nur noch 22.000. Klar, das liegt an den Gebäuden. Was brauchen wir hier noch? Ich denke, wir brauchen hier, wenn es dann hier weitergeht in die Richtung, eine Klinik. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht doch noch eine, also diese Straße hier breiter machen. Das machen wir, glaube ich, auch direkt. Wir erweitern das hier auf 4 Spuren. Darauf wird es ja sowieso hinauslaufen. Hier sind wir zu nah an dem Gebäude. Das versetzen wir einmal. Upgrade und wieder zurück. Das ist ja das Parkhaus für den Bahnhof. Auf der gegenüberliegenden Seite, also wir haben weiterhin hohen Bedarf, können wir hier nochmal ein paar sehr hohe Gebäude machen. Die dürfen wir wirklich dann nur 2x2. Ja, wir bleiben hier vielleicht bei den billigen Mietwohnungen. Dazwischen setzen wir die Wohnhäuser mittlerer Dichte. Dann sollten wir den ersten Bedarf schon mal gedeckt haben an Wohnraum. Können dann den übrigen Teil entwickeln. Wir sind eine Großstadt. 13 Fortschrittspunkte und Entwicklungspunkte, nochmal 24 Zellen. Wir gucken uns das Fortschrittsmenü an. Was heißt das? Darlehenslimit steigt an. Meilenstein 13. Prima. Was brauchen wir alles? Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Klinik. Ich denke, die werden wir dann hier auf dieser Seite an dieser Straße platzieren. Etwas ab von dem übrigen oder von der Hauptverkehrsstraße. Wir brauchen hier eine Feuerwehr. Und eine Polizeidienststelle. Dann soll noch Müllverwaltung brauchen wir nicht. Wir brauchen noch das Krematorium. Das setzen wir mal ein bisschen abseits. Hier vorne hin, damit wir hier auch versorgt sind. Müllabfuhr brauchen wir nicht. Bildung, wir brauchen eine Grundschule auf jeden Fall hier für das Gebiet. Und ich setze hier auch noch mal eine städtische Sekundarschule hin, direkt mit den Erweiterungen, denn ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Der Bedarf ist weiterhin da. Wir geben dem Ganzen jetzt aber auch mal eine neue Zone. Die Grenze wird mit der Bahndamm. Dann setzen wir jetzt hier vorne an, um das Gebiet neu zu definieren. Da setzt er nämlich dann auch hier. Also, das ist alles nur für alten Grund. Das Gymnasium ähnlich. Fachhochschule nicht, die ist allgemein. Die Klinik ist nur hier für. Die Polizei ist nur hierfür und guck mal, wie gut das mit Marxloh klappt. Da machen wir ruhig beide Gebiete. Nehmen hier aber nochmal diesen Teil mit den Depots mit rein.
glaube, das ist. Na, das ist notwendig. Wo ist jetzt das Gebiet hin? Wir haben Infrastruktur. Interessant, da wird es jetzt hier einen alten Grund gar nicht so viele Leute gibt. Wie viele Leute leben jetzt hier schon? 1300 Haushalte. Naja, gut. Also, wir platzieren hier noch weitere Verbindungen. Dazu nutzen wir dann hier noch diese Stichstraßen. Hier setzen wir nämlich einen großen Park noch hin, aber hier vorne können wir noch mal was platzieren. Ich möchte jetzt aber diese ganz hohen Gebäude möchte ich gar nicht haben. Entlang der Straße gibt es diese gemischten. Wir brauchen, das dürfen wir nicht vergessen, wieder unsere Fußwege. Die sollten wir auch wieder setzen. Und dann können wir mal gucken, dass wir jetzt hier halt da, das ist immer dann doch schematisch, Kreisverkehr, Kreisverkehr. Fußwege. Also gucken wir bei den Sportparks. Also hier haben wir noch diese großen. Charmant. Gucken wir mal, so hier, die Marktstraße geht gar nicht durch, die vierspurig, das müssen wir nochmal ändern. Da muss das Parkhaus einmal weichen, das brauchen wir sowieso an der Stelle gar nicht, sehe ich gerade, dass sie da benutzt. Schieben wir dich einfach mal hier rüber, temporär. So, vierspurig geht die Marktstraße hier jetzt rein. Jetzt gucken wir mal, also ein Freibad, das finde ich sehr charmant. Das können wir hier vorne direkt platzieren. Jetzt haben wir hier noch einen Fußballplatz, ein American Football Field. Wie groß ist denn dieser Fußballplatz? Ist nicht so groß. Und hier diese Sportanlagen. Das kann hier ruhig nochmal in die Nähe der Hochschule. Vielleicht ziehen wir diese Straße hier nochmal durch. Da müssen wir leider ein Gebäude abreißen. Aha, wir haben ein Problem mit der Abwasserversorgung. Und dieser Fußweg muss erst weg. So, und dann komme ich hier durch. Ja, komme ich. Das soll ja auch nur der Weg sein hier zu den Sportstätten. Und kurz pausiert. Nicht vergessen, den Kreisverkehr zu setzen. Mal ruhig mit Baum. Und Basketball, das war noch Freiluft Fitness. Fußweg dann von hier ausgehend. Weg. Und dann wollen wir mal hier große Parks. Das möchte ich nicht. Feuerstelle. Ja, die ist auch sehr groß. Kleiner Platz. Kommt vielleicht hier vorne hin. Spielplatz. Natürlich, wie man das kennt, in die Nähe der Grundschule. Können wir auch noch mal Skaterpark hier vorne, da haben wir nämlich auch genug Möglichkeiten. Wir hatten jetzt gesagt, wir müssen hier noch mal nach dem Budget gucken bei der Wasserabwasser. Da gehen wir mal auf 92%. Das sollte das Problem hoffentlich lösen. Sieht gut aus. Wir machen hier den Stadtteil jetzt dann noch
fertig. Hier entlang gibt es weiter diese Gebäude. Ich will hier einmal was freilassen für Parkplätze. Nicht zu weit rein. Vielleicht hier den Parkplatz und dann können wir hier mit dem gibt's ja diese Gasse, die hier durchführen. Rechten Winkel. Jawohl. Und dann haben wir hier einen kleinen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite auch. Das soll quasi dann für die Geschäfte sein. Kleiner Kreisel. Und dann müssten wir doch hier auch durchkommen, oder? Immer noch ein Bedarf an Industrie, das, dem will ich jetzt nicht nachkommen. Diese Reihenhäuser, auch das, die sind ja, glaube ich, nur einzellig. Genau, die mache ich jetzt mal hier in diesem Wechsel. Oh, ein Vertigo Square. Neues Sondergebäude, gucken wir gleich mal. Ich möchte hier die europäischen setzen an der Amselstraße und daneben dann die nordamerikanischen. Da haben wir noch ein bisschen Variation, was die Optik angeht. Wir brauchen hier auf der Seite auch keine Gebäude beachten, wenn das ist zu viel. Bitte nochmal weg. Da möchte ich vielleicht noch was anderes platzieren. So, man sieht den Unterschied. Die amerikanischen Häuser sind nämlich flach, währenddessen die mitteleuropäischen so ein Satteldach haben. Also das hat man so ein bisschen Variationen. Tatsächlich hat der City Skylines bisher noch nicht so viel Variation. Wir gucken nochmal ganz kurz hier nach diesen Sondergebäuden. Achso, und wir müssen beide wählen. Also das Vertigo Square Popmusiker Anwesen und wir haben hier da Garten der Epikur. Das platzieren wir jetzt aber nicht. Nicht hier. Mittlere Dichte, das platzieren wir jetzt dann einfach mal hier entlang. Bedarf ist da. Beim Gewerbe haben wir auch hohen Bedarf an Gewerbe. Das nutzen wir dann auf dieser Seite. Auch noch mal ein bisschen variieren, wenn man diesen amerikanischen Stil wählen. Und dann am Tunnel entlang, das machen wir auch nur zwei Ellen. Und dann haben wir hier jetzt die Verbindung hier, das werden einfach Einfamilienhäuser an der Adenauer Straße und der Zedernstraße. Das können wir ruhig voll machen. Hier haben wir genug Bedarf. Wir werden hier wieder nochmal einen Parkplatz reinbauen in den Hintergrund mit unserer Gasse. Der Bedarf wird da sein. Wir gehen von hier aus ab. Halt falsch. Die Gasse ist hier über den Straßen. Da ist sie. Setzt ihr dann eigentlich dann direkt Ampeln hin?
Tatsächlich, das wollen wir natürlich nicht. Das müssen wir gleich nochmal einmal kontrollieren. Machen wir sofort. Wir platzieren hier eben den Parkplatz. Der gehört hier hin. Da muss vielleicht ein bescheidener Parkplatz reichen. An der Erdbeergasse. Sehr schön. Da brauchen wir auch keinen Kreisverkehr. Gucken nochmal hier die Marktstraße. Da ist auch noch Potenzial für entsprechende Gebäude. Da gibt es auch noch mal eine kleine Gasse rein. Danach am letzten Schritt machen wir dann noch die die Ampel. Die checken wir dann gleich noch mal einmal. Kommen hier durch und haben dann hier noch Platz für Parkplätze, passt ja auch ein kleiner Parkplatz hin. Wunderbar. Dann ist das Parkhaus. Da fällt mir hier nochmal so ein Überdach. Gut. Wie gesagt, zum Abschluss dann noch einmal der Check, ob wir hier überall die Ampeln loswerden können. Das geht ja auch hier. Wir haben hier diese Ampeln. Mal, die können weg. Da kommt dann hier eine Stoppstraße hin. Setzt er die dann an alle Stellen eigentlich? Tatsächlich, nee, das ist Quatsch. So, Ampeln auch nicht. Weg, dann folgen wir mal einmal hier. Hier ist okay. Hier kommt keine Ampel hin. Das noch mal gerade zieht. So, was ist hier? Achso, ihr habt keine. Wieso habt ihr denn hier keine? So, das liegt an der Straßenverbindung. Okay, kommt. Hier verschwindet und kommt wieder. Wir haben das Freibad hier. Der Wuchs fehlt auch noch. Wir nutzen hier wieder unseren Pinsel, setzen erwachsene Bäume. Pinselgröße ein bisschen, kann auch nicht größer sein. Dann fangen wir an hier mit der Erle. Hier entlang der Marktstraße dann auch noch was machen. Das machen wir dann in der nächsten Folge hier vorne. Können wir erstmal was platzieren hier. Kommen Einfamilienhäuser hin, die. Das ist einfach. Die platzieren wir auch relativ schnell. Hier werden es. Die Doppelnutzung kennen wir schon, weil Hauptstraße das gleiche kommt hier und hier hin. Damit ist der Stadtteil aber auch noch einen Namen für. Das machen wir in der nächsten Folge. Haben wir noch Mehnhäuser 2 und 3 Zellen breit da. Ist, glaube ich, genug Platz. Bäume rundherum. Und auch noch. Gut, damit sind wir soweit durch mit der Platzierung und der Erweiterung. Wir sind bei 85.000 Einwohnern. Das ist schon, das geht echt schnell. Die Fachhochschule oder Hochschule Ruhrkirchen ist in Betrieb, ist auch schon direkt voll. Prüfen das nochmal. Na, fast voll, ne? Das klappt ganz gut. Die Schule 2000, die Sekundarschule 1200. Und wir sehen unsere Hochschule im Betrieb. Einiges an Leuten, die dort langlaufen und was noch fehlt, und das ist dann wirklich das Letzte, die Busverbindung. Wir haben hier neue Möglichkeiten an dem Busbahnhof. Wir gucken mal. Stopp, wir müssen erstmal die
Bushaltestelle setzen, bevor wir das setzen können. Dann wenden wir hier. Fahren hier rum, haben hier nochmal eine Haltestelle. Das wird die Route, also von hier aus halten wir hier vorne an der Fachhochschule. Fahren hier rum und dann wird hier der Wendekreis. Das platzieren wir schon mal. Der rollt hier vorne, dann haben wir ihn hier auf der Ecke. Drehen uns einmal hier rum und schließen hier ab. Hier fehlt das Häuschen. Wieso kann ich hier kein Häuschen setzen? Da drehen wir uns um. Das passt. Diese neue Linie, das ist die Hochschullinie. Preis setzen wir auch wieder auf. Was haben wir gesagt? 4 Euro. Da brauchen wir, glaube ich, auch keine 6 Fahrzeuge. Da reichen auch 3. Denke ich mir. Habe noch. Damit die anders ist. Wo ist sie da unten? Nehmen wir hier so ein Mintgrün. Jawohl. Da fährt auch schon der erste Bus. Ja, das ist doch gut gewachsen. Wir machen jetzt im Moment knapp 20.000 die Stunde. Das ist, da haben wir da ein bisschen was verloren. Wir müssen jetzt, wir sehen ja, was wir hier für einen Bedarf haben. Industriegebiet brauchen wir noch. Da kümmern wir uns dann drum. Wir können wirklich bauen. Also Wohnraum schaffen noch und nöcher. Wir kommen nicht hinterher. Diese Folge sind wir aber erstmal fertig. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wir blicken auf die Hochschule Ruhrkirchen. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.